Hallöchen Leute, da bin ich wieder Conny von Panico Centur mit einer neuen Aufnahme von Assassin's Creed Unity. Wir sind bei 26% Gesamtfortschritt. Dann würde ich mal sagen, starten wir das Game, beziehungsweise den Fortschritt und schauen mal, was wir heute so alles oder in dieser Aufnahme so alles platt machen. 26%, das heißt ein Viertel des kompletten Games. Warte mal, es müsste, denke ich, 12 Sequenzen geben. Ich glaube, es müsste 12 Sequenzen geben, weil ich glaube, die 13 war ja das Add-on. Also Dead Kind. Dead Kingdom. Oder wie das so heißt, Dead Kings. So. komm ey. Mach ich als erstes den. Oder ich mach den. Es nimmt kein Ende. Wir haben die gestohlenen Kronjuwelen zurück. Doch drei berühmte Edelsteine fehlen noch. Und einer davon ist das Königsjuwel. Der Juwelier Lefrançois hat sein Geschäft bei den Allograins. Die Diebe könnten versucht haben, sie ihm zu verkaufen. Okay, dann gehen wir mal zu Allograin. Aber als erstes gehe ich mal hier zu der Truhe, oder nicht? Naja, dann nicht. So, klettern wir mal hier übers Dach. Versuchen wir mal den Juwelier zu finden. Jetzt springt er da rein wahrscheinlich. Gut. Fort mit euch. Ah, das war ein dritter. Für die Revolution! Viva la Revlon! Viva la France! Der Stufe 5! Respekt! Naja, ich hab sie noch getötet, auch wenn er tot ist. Oh. Respekt, der hat mein Schubsen geblockt. Hallo. Diamanten zu mir kam. Ich wollte nichts damit zu tun haben. Seitdem lungert er in einer nahen Gasse herum und belästigt meine Kunden. Ich habe nichts gestohlen. Toll. Ich habe nichts gestohlen. Bringe ich den jetzt um oder? Okay, das hat er überlebt. Interessanterweise hat er das überlebt. Bring mal um, komm, ist einfacher. Bernhard, falls du deinen Diamanten nicht verkaufen kannst, dann komm zu mir an die Grenze. Wir schmuggeln sie raus und verkaufen sie in Flandern. Ich warte am Grenzposten Barrière de Martyr. Okay, dann gehen wir mal zu dem Grenzposten. Was ist denn hier, dass das hier... Warum ist das hier so ein böses Territorium? Was ist davon? So besonders. Verstehe ich nicht. Wart mit euch, lass mich durch, ich bin Arzt. Ähm.
Hey, du! Hier sind ganz viele Wachen. Ey, ich will nur hier durch. Suchst du nach Schmerzen? Ich kenne mich mit Schmerzen aus. Naja, komm, dann machen wir das hier gerade, wenn wir schon gerade hier sind. Ach, der wollte die Alarmglocke machen. Ich kann mir mal ein bisschen Midi. Das war jetzt die Betäubungsbombe. Machen wir es mal anders, dann blocken wir den mal. Halt die Schnauze, jetzt muss ich nach hinten noch die Kiste plündern. Hier müsste doch noch einer sein, oder? Komisch, ich dachte, hier wäre noch einer. Da war mit Sicherheit einer, aber der ist weggelaufen. Huh? Ah, so. So. Oh, das war der erste. Das ist so schnell. Na komm. Was hab ich sonst das hier gemacht? Ich glaube, da muss ich echt noch Dietrich üben. Also muss ich das mal ein bisschen üben. Also den Skill. Kann ich den nicht? Oder generell Nahkampf brauche ich wahrscheinlich jetzt. Nix. Gnadenstoß. Brauchst du nicht unbedingt, oder? Dietrich. Stufe 3. Abrollen. Das wäre halt noch ganz sinnvoll. Achso, das habe ich doch schon. Naja, komm, dann spare ich mir den Punkt. Also da warte ich noch einen Punkt, bis ich dann, den Gnadenstoß machen kann. Ich denke mal nicht, dass der so sinnvoll ist im Nahkampf. Also, dass er so viele Verstärkungen bringt. Ich glaube eher, dass der wirklich nur für das Ende ist. Aber naja. So, dann gehen wir mal zu dem Außenposten, also Grenzposten. Okay. Oh, die sind ja nur Stufe 1. Wie? Was? Warum im Gottesnamen lebt er noch? Ach, das sind zwei. Ich würde gerade sagen, warum hat er meine mein Dolchattacke überlebt, aber war ja gar nicht so. Ja,
Ist Make-up-Puder? Echt jetzt? Medizin ist immer gut. Was los, ne? Was guckst du so? So, dann bringen wir den mal wieder zurück zu dem guten Kerl. Und dann machen wir mal die Hauptquest weiter. Damit wir hier mal ein bisschen vorankommen. Ich weiß gar nicht, bei welcher Sequenz wir sind. Ah, genau, wir hatten das letzte Mal, glaube ich, was mit Elise zusammen erledigt. Also zumindest mal so mehr oder weniger. Oh, mon Dieu. Oh, danke schön. Mit dem kann ich wahrscheinlich nicht sprechen. Also ich schätze mal, dass der Typ hier ein Assassinenbruder ist, ne? Warum hilft er mir nicht, gegen die hier zu kämpfen? Okay. Also seit ich die neue Ausrüstung anhab, bringt das echt sau viel, dass ich die, bringt es echt viel mehr. Ich sorge dafür, dass sie dem Nationalkonvent zurückgegeben werden. Ja, ja, sicher, sicher. 5000. Warte mal, So, dann gehen wir mal wieder hier zu unserem. Ist das nicht unser Standardhändler? Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Keine Ahnung, ich sehe es nicht. Echt. Es sind ganz viele Assassinen-Missionen. Hier die blauen und hier die dunkleren. Also die schwarzen, dunkleren, wie auch immer. Ganz, ganz viele. Ah, da. Ist aber kein Schnellreisen in der Nähe. Ah, komm, da laufe ich hin. Muss ich ja wohl. Wenn eh nichts in der Nähe ist, dann habe ich ja keine andere Wahl. Willst du mich verarschen? Ich will die einfach nur wegrennen und dann kloppen die da auf mich. Und dann schießen sie noch auf Passanten. Sind die bis bekloppt? Gibt nochmal 50 Credo-Punkte. Der Louvre. Der sieht aber hier heutzutage etwas anders da aus. Als das hier. Was macht denn der da? Eine Einladung zum Abendessen. Okay, legendäre Phantomklinge. Januar, 20. Januar 1793 im Louvre, kann das sein? Bist du dir ganz sicher? Nicht wirklich, nein. Aber der Marquis ist mit Le Pelletier im Nationalkonvent. Vielleicht weiß er was Genaues. Na, wen haben wir denn da? Ach. Was wäre wohl die spitzere Bemerkung zu den Vorgängen im Hochstift? 7 Nonnen verführen einen Gemeindepfarrer zur Unzucht. Oder ein enorm bestückter Benediktiner sodomisiert mit einer Ziege namens Pius.
Nichts auf der Welt kann mich dazu bringen, darauf zu antworten. Ganz genau, Arno. Es ist die Ziege. Nun, was kann ich für euch tun? Und für eure charmante Begleitung? Louis-Michel Le Pelletier. Was könnt ihr uns über ihn sagen? Ah, der gute Louis. Erst fordert er die Abschaffung der Todesstrafe und nur 2 Jahre später den Kopf des Königs. Wo können wir ihn finden? Ich pflege nicht, mit den anderen Abgeordneten zu fraternisieren. Hat wohl mit meiner Abneigung gegen das Köpfen Unschuldiger zu tun. Apropos Unschuldige. De Sade? Mhm. Le Pelletier. Nun, ich glaube, er speist regelmäßig in einem Café beim Palais Royal. Dort solltet ihr ihn finden können. Und falls nicht, komme ich zurück. Ach ja? Nun, dann hoffe ich, Unrecht zu haben. Nein, tut ihr nicht. Okay. Okay, dann gehen wir mal ins Café Royal. Oder Paris Royal, ich weiß gar nicht. Oder auch nicht. Weinlieferung für den Palast. Zum Hintereingang. Mach die Fenster dieses Mal richtig sauber. Sonst schlägt mir Monsieur Le Pelletier den Kopf ab. Ja, Madame. Bonjour, Bürger Le Pelletier. Bürger Tallien. Le Pelletier eliminieren. Das Gebiet der Kunden für Klingelsong. Einmalige Attentate 1. Zugänge 14, 69 Waren, 17 Verstecke. Okay. Grobiane, Doppelattentate. Wechseln wir mal auf die Phantomklinge vorerst. Dann klettern wir mal da hoch. Okay, hier scheint mal niemand zu sein. Hier nur der? Da hinten dran ist einer, genau. Der bewegt sich jetzt zu mir. Oh Scheiße, ich hätte in Deckung gehen sollen, ey, Kacke. Ich schlag einfach mal auf jeden einmal drauf. Okay, das war jetzt auf jeden Fall mal nicht so elegant. Ups, jetzt habe ich mein Handy ausgemacht. Ist da meine Uhr dran? Okay, läuft leider. Okay, das war nicht ganz so elegant. Ich hätte mich da in die Ecke stellen sollen, also ich hätte in Deckung gehen müssen. Bombe, Cash-Bombe. Rauchbombe. Machen wir mal Rauchbombe. Hier wird wahrscheinlich jetzt gerade keiner mehr sein. Hier auch nicht. Wo muss ich denn überhaupt hin?
Bin mir gerade noch hier richtig drauf klar. Da unten sind welche. Ist der auf dem Fest? Das ist ja ein Gegner. Ponyo konnte ich sehen. Auf der anderen Seite, ey. Ah, ich probiere jetzt mal was. Mach mal was so. Das da ist ein Witz, oder? Das ist echt ein Witz. Das darf nicht wahr sein, dass die mich gesehen haben, durch die Menge schießen. Ich habe mich extra in die Menge gestellt, damit niemand weiß, dass ich da drin bin. Wo ich bin und so weiter und so fort. Echt jetzt. Oh, okay. Da war One-Hit. Die prügeln sich da gerade noch. Das ist nur ganz gut. Zählt das Doppelattentat? Ja, zählt. Oh.